Also kaum als ich dort war, hat mich die ganze Location einfach gepackt. Wir waren auf einer Farm untergebracht, auf der wir auch gearbeitet haben, die direkt an den Rocky Mountains angegrenzt war. Das heißt, wir sind morgens aufgestanden, aus unseren Cabins raus und haben auf die Berge geschaut. Unendliche Landweiten. Das war dann schon ein Stück weit so diese naturelle Inspiration. Mein Name ist Erik Wieland, ich bin Gründer und Geschäftsführer von der Firma WLD Bau und Management. Wir sind eine Firma, die im Bereich Bau und Baumanagement tätig ist und bieten dort verschiedene Leistungen an. Das fängt bei einer fachlichen, unabhängigen Beratung an, geht weiter mit dem Thema Planung, Projektplanung, Ausführungsplanung. Es geht um Bauleitung und Projektmanagement und generelle Ausführungsunterstützung für die Bauherren. Wir sind vom Anfang bis zum Ende der Bauphase mit dabei. Wir kennen die Wünsche der Kunden, wir kennen die Planung, die darauf basiert, sowohl als auch die Problemstellen innerhalb der Planung. Und wir kennen nicht nur die Problemstellen, wir steuern diese Abschnitte und bringen aktiv Lösungen mit ein. Ich sag mal, auf Basis dieses Fachgebiets Bau versuchen wir einfach kaufmännische und technische Aufgaben miteinander zu vereinen und dadurch auch den ersichtlichen Mehrwert zu bieten. Wir möchten da heraus auch neue geschäftliche Konstellationen schaffen, die zum einen risikoärmer und zur anderen Seite natürlich auch wirtschaftlicher für alle Beteiligten sind. Manchmal gehört es einfach dazu, oder nicht nur manchmal, sondern eigentlich immer, wenn ein Mensch sich dazu entscheidet, Geld in die Hand zu nehmen und etwas zu riskieren, dass man ihm richtig zuhört und versucht zu verstehen, was er wirklich möchte. Auch wenn das manchmal einfach ein bisschen Zeit kosten kann. Aber das ist genau der Sinn des Dienstleisters, in dem ich mich einfach wieder sehe. Und nur wenn mein Kunde oder wenn ich mir sicher sein kann, dass ich alles, was mein Kunde mir vermitteln wollte, auch zu 100% verstanden habe, erst mit diesem Wissen kann ich dann auch in die Planung gehen und das ganze Projekt überhaupt angehen.